Auch heute Abend begrüße ich Sie wieder recht herzlich aus unserem interreligiösen Gebetsladen Come In in Biberach mit unserer besonderen Gebetszeit Social Distancing Prayer. Hier am Kerzenständer brennen die Kerzen, ein ewiges Licht brennt hier vor Ort immer. Wir denken heute im verlängerten zweiten harten Lockdown in Deutschland an die Christen, die heute am Aschermittwoch zu den Gottesdiensten gegangen sind, die sich Asche auf das Haupt streuen lassen haben, als Zeichen der Buße und als Start in diese Zeit vor Ostern. Wir denken an die Menschen, die sich für die Fastenzeit etwas vorgenommen haben, aber auch an die, die auf das Verzichten in der Fastenzeit verzichten, weil die fast 400 Tage Corona-Zeit schon viel abverlangt haben. Wir denken an die, die die Fastenzeit spirituell nutzen, um sich zu stärken, um Mut zu tanken und um besser mit der persönlichen Situation fertig zu werden. Halten wir Abstand äußerlich, schenken wir Ermutigung durch ein Lächeln, ein freundliches Wort, wertschätzen wir sie. Wir haben doch das Handy dabei und so viele Kontaktmöglichkeiten gibt es. Für diese Menschen wollen wir heute an dieser Stelle besonders beten, auch über alle Religionsgrenzen hinweg, um Kraft für sie und ihre Familien. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Wo Hass herrscht, lass mich Liebe entfachen. Wo Beleidigung herrscht, lass mich Vergebung entfachen. Wo Zerstrittenheit herrscht, lass mich Einigkeit entfachen. Wo Zweifel herrscht, lass mich Glauben entfachen. Wo Verzweiflung herrscht, lass mich Hoffnung entfachen. Wo Finsternis herrscht, lass mich dein Licht entfachen. Wo Kummer herrscht, lass mich Freude entfachen. Und wir beschließen unsere gemeinsame Gebetszeit auch heute Abend wieder interreligiös mit dem Wort Amen.